Hallo Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu Necrozma 2.0. Ich habe in meiner Vorfreude gestern die geheimen Fähigkeiten vergessen, beziehungsweise nicht vergessen, aber naja. Necrozma ist auch soweit fertig. Das müsst ihr jetzt, ja, da können wir sogar maximal machen. Ist dann, Entschuldigung, damit auf 945.965.000 Kraft. Vor Deoxys ist aktuell mein sechsstärkstes Pokémon. Allerdings ist die zweite Fähigkeit noch nicht drauf, was ich vorhatte. Und die Geheimfähigkeiten sind auch noch komplett leer. So. Irgendjemand hat gerade eine SS-Fähigkeit beim ersten Versuch bekommen. Glückwunsch dazu. Ich bin's nicht. So, wir machen jetzt aber erstmal die Geheimfähigkeiten, da die doch irgendwo dazugehören. Attacke, geheime Fähigkeiten. Jetzt kommen wieder die ganzen Einzelfähigkeiten weg. Ballern, was noch übrig ist. Sonst machen wir halt mit Zweierfähigkeiten, weil das ja auch erstmal wurscht. Ja, und hier bei 1 und sowas ist eigentlich auch wirklich die Einserfähigkeiten. Die kann man einfach wegschreddern. Eigentlich auch die Zweierfähigkeiten. Machen wir trotzdem mal die Einser hier. Auch hier aber jetzt vielleicht doch nicht ganz so. Aber Leute, können wir hier einfach mal. Ist noch 3 Plätze frei? Sehr schön. Ist noch 2 Plätze frei? Kriegen wir das jetzt mal bitte möglichst schnell hin? Ah, ein bisschen durchspam. Ja, zack. Sind immer noch die 2 Fähigkeiten. Es ist halt reines Glücksspiel. Was man hier bekommt, was man nicht bekommt. Komm. Hier, zack. Es nervt halt wirklich, dass das. Oh. Könnt ihr einfach mal die letzten 2 Fähigkeiten voll machen? Es war knapp daneben. Da musste hin. Da. Da. Ihr seht's, wie das ist. Ah, komm. Ui, da haben wir's ja. Fehlt jetzt nur noch einer. Was es nicht viel besser macht. Hm. Im Hintergrund ein paar gemütliche Hip-Hop Oldschool Beats. So wird es zumindest deklariert. Ob ich das am Ende bestätigen kann, bis jetzt ja, sonst mal gucken. Und jetzt mal hier bitte einfach die letzte Fähigkeit noch bekommen. Da muss einfach nur was. Hier, da! Psychopferne, sowas juckt eh keinen. Eins- und Zweierfähigkeiten fliegen sowieso eigentlich nur weg. Sind genau dafür da. Ein zweiter müsste fliegen. Dreimal ineinander ist gleich eigentlich. Jetzt ist wirklich noch. Ja, endlich. So, jetzt können wir mal hier sagen. Ah. Das können wir machen. Das können wir noch machen. Passivangriff brauchen wir nicht. Toleranz ist noch ganz nett. Überspielt sogar. So. Ein, zwei ist Minimum. Absorption 2 kann man auch machen. Mit Design 2 glaube ich wieder zur Verfügung. Wir überschreiben einfach mal das gleiche, das ist auch nett. Tolles Spiel. Elementarenergie 2. So. Brauchen wir nicht. Das können wir gebrauchen. Eigentlich nur warten, bis wir das mal durchgesprochen haben. Dass wir quasi wenigstens alle Fähigkeiten nutzen können. Das muss durchgesprochen werden. Da. Die Kacke kann weg. Toleranz haben wir, glaube ich, weggemacht. Ne? Toleranz 3. Yo. Ich glaube, jetzt haben wir flotte Beine 3 weggemacht, wenn ich es richtig noch im Augenwinkel gesehen habe. Ja, überschreib doch einfach das Erste. Ich könnte auch mit Schlössern arbeiten, aber irgendwie habe ich dazu keine Lust. Was Diamanten kostet. Was haben wir denn jetzt weggemacht? Zaubermuster, ne? Lip. Danke. Und so ist es schon mal ein bisschen stärker geworden. Aber jetzt kommt der schwierigste Punkt von der ganzen Kacke. Die zweite Fähigkeit. Und die schalten wir erstmal frei. Wir haben Anpassung 1 bekommen. An sich nicht gut.
an sich gut, aber halt in der ersten Stufe nicht. Was gibt es denn überhaupt? Es gibt unbeugsames Herz. Initiative steigt, ich gucke immer die unterste Stufe an, steigt 3 Runden lang um 30%, wenn der Anwender eingefroren, eingeschläfert, paralysiert etc. ist. Möchte ich nicht. Anpassung kann man ja schon vom Shadow, verbessert den Schaden der Fähigkeit, deren Fähigkeiten mit dem eigenen Typ übereinstimmen, sprich Necrozma ist Psycho, alle Psycho-Attacken machen 20% mehr Damage. Dreckig 3. Werden die eigenen Attacken gesenkt, steigen Angriff und Spezialangriff um 15%. Will ich auch nicht. Großes Selbstvertrauen 3. Nach dem Sieg über ein Pokémon steigt Angriff und Spezialangriff um 15%. Würde ich auch nehmen. Und heute 3. Im Kampf gibt es eine Chance von 50% zur Selbstheilung von Statusproblemen. Also entweder das. Das oder das. Je nachdem, was wir als erstes 3 bekommen. Wir klatschen einfach alle Fähigkeiten rein. Anpassung 1. Geil. 10 Karten hatten wir. Mal gucken, ob wir überhaupt eine 3er-Fähigkeit treffen. Ich habe es irgendwie nicht im Gefühl. Wann ist das sich denn damit? Bitte eine 3er. So viele 1er, das ist fast schon frech. Ah. Das ist sogar das, was wir haben wollten. Perfekt. Lass mal. Großes Selbstvertrauen. Über 1 Million Kraft hat jetzt unser Schnucki-Putzi. Ist sogar knapp in der Schlinking. What the fuck. Aber Schlinking hat keine zweite Fähigkeit. Das muss man ganz klar dazu sagen. Aber ist schon schön geworden, das Ding. Besonders hier, dass ich Angriff behalten habe. Einfach aus Prinzip. Wenn ich es geschenkt bekomme, nehme ich es mit. Mal gucken, wie sich das... Ist schon noch. Ich habe gestern ein bisschen rumprobiert. Da selbst keine Meinung dazu. Aber das ist ja auch erstmal wurscht. Viel interessanter ist, oder eine Freude, ich habe wieder aufgeladen, weil es ist ein Free-to-Play-Projekt. Ne? Weil es diesmal Kapu gibt. Für alle, die Haspiror immer noch nicht haben, ich habe heute mal einen Support angeschrieben, weil ich es auch noch nicht habe. Sie haben gemeint, Ende der Woche wird es manuell rausgeschickt. Das halte ich davon. Aber das ist wurscht, egal. Heute ist auch wieder Spin-Fun. Entschuldigung, bin immer noch nicht gesund, warum auch immer. Ein ekliger Reizhust ist noch da. Es gibt Bandgefäß. Da ich auf Hooper gehe, habe ich mir sehr lange überlegt, ob ich ziehe. Aber letztendlich habe ich mich dagegen entschieden. Weil ich noch nicht weiß, ob ich 100% auf Hooper gehen werde. Das ist der einzige Grund. Sonst, wenn ich weiß, zu 100%, ey, ich hole mir Hooper, dann hätte ich wahrscheinlich gedreht. Aber das ist nicht der Fall. So. Genug gebabbelt. Energie wird jetzt geholt. So. Freunde und Familie. Duell. Er hat mich halt angegriffen. Crossi. Was fällt denn dir ein, Crossi, mich anzugreifen? Du mit deinem Kack-Team. Mit Meloetta. Geh weg, den Kampf gucken wir uns an. Was fällt dir ein, absichtlich zu versuchen, meine Siegeserie zu zerstören? Was fällt dir ein, Crossi? Sollte ich dich dabei erwischen, schneide ich dir die Eier ab. Guck mal, ein ganz cooles Team mit Meloetta. Cool. Ja, Machado schon mal fast Damage gemacht, ja. Viel Spaß gegen Cresselia. Schild weg. Nächster Tod. Warum hat er es probiert? Ich meine, klar, mit dem Grundgedanke Meloetta, damit kann man einiges reißen. Stimmt auch wenn die Gegner deutlich stärker sind. Allerdings, wenn der Gegner Auto-CC dagegen hat und ein Pokémon, was effektiv gegen den Kampftyp ist, mal Shadow, wenn die Karantina einen Debuff drauf macht, auch beide, ist halt GG. Also Crossi, reißt dich zusammen und schneidest dich, ja. So, zack, zack, zack. Schießer sollte sich immer Platz 4 zurückholen. Ist halt Meloetta-Spieler, ne? Zubiris gegen Meloetta-Spiel. Wobei, dann müsste Schießer gewinnen, allein wegen Zubiris. Naja, nicht mein Brot. Heute fürs Aufladen gab es schon eine Energie. Kann man natürlich mitverwenden. Diamanten gibt es auch wieder. Das ist doch alles nett. Dup, dup, dup. Ach, herrlich.
Ich habe heute übrigens einmal Lesbos bekommen und da hatte ich Flutortenfragmente. Sprich, wir brauchen jetzt nur noch 40. Nur noch ist gut. So, Hauptabenteuer. Elite haben wir schon gemacht. Dann hoffen wir mal wieder auf Überreste. Überreste! Keine Überreste hier! Ich will aber meine Überreste haben. Das war aus Deutsch, ist okay. Was ich immer mit der Großlin sammeln will, wer will die denn haben? Nee, okay. Ich bin froh über Muskelband, ich bin froh über Schwarzgurt, ich bin froh über Großlinse, über Flinklaue und Überrest. Mehr will ich gar nicht haben. Gut, Metallmantel geht auch noch, aber Großlinse ist Müll. Das ist zum Beispiel so ein richtiger Mülldurchgang gewesen. Nichts davon, wo ich wirklich sage, boah, brauche ich. Der Drachenzahn aktuell auch noch nicht. Pikachu auch nicht. Muskelband ja. Weil OneStar gibt einfach 20% vom Schaden mit, glaube ich, in Kapier umgewandelt. Wenn es mir richtig erzählt wurde. Naja. Flinklaue, nice. Pikachu. Hätte ich ein echt Pikachu, würde ich mich freuen. Sonst nicht. Ja. Nee. Nee. Püh. Hat man das gerade schon? Nö. Yay. Nee. Komm, wir machen halt einfach weiter. Nee. Au. Bin relativ zufrieden. Jetzt haben wir schon auf unseren Necros mal großes Selbstvertrauen. Wenn wir jemanden umklatschen können, gibt's ihn die Fresse. So klingt das dann, wenn die Luft aus seiner Augenhöhle entweicht. An sich schon ein schnucklicher Typ. Haben auch alles hier gemaxt. Das passt, was haben wir eigentlich gerade für Fähigkeiten drauf? Ja. Ja. Ein bisschen Verteidigung, ein bisschen Leben. Ja, passt schon. Das passt. Bin jetzt relativ zufrieden. Wir könnten noch Durchbruchskarten und das reinstecken, aber. Entschuldigung. Ich bin noch nicht ganz entschlossen, ob sie's. Lohnt. Wischter. Ich könnte sogar noch mit Pokémon eine Zweitfähigkeit reinballern. Aber das muss ich mir aufheben für ein Pokémon, was ich vielleicht demnächst bekomme. Von daher, nein, Schabelle ist es nicht, auch wenn es eigentlich bald so weit ist. Schabelle. Gucken wir mal. Bin ich bei 350. Ich glaube, 16 kriege ich am Wochenende im Schnitt, weil Toxic Paid. Ich werde dann meistens Dritter, da gibt es 8. Das heißt. Ich krieg 16 am Wochenende, da brauche ich 32, noch 3,5 Wochenenden. Außer kriegt man Nasted oder sowas. Hab ich halt schon das Geld hier abgeholt? Ja. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. So-called life, they call living, but I call it strange and I've been